Ei Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Interpretation des Legend of the Five Rings Regelwerks Emerald Empire, das Smaragdkönigreich. Heute wieder Kapitel 1, Geografie, Wälder. Die Wälder variieren stark von einem Teil des Reiches zum anderen, obwohl aufgrund der Bodenfruchtbarkeit als auch der verschiedenen Klima- und Wetterbedingungen in den verschiedenen Regionen von Rokugan. Im Norden dominieren große Nadelwälder, aber es gibt auch viele kleinere Wälder, die aus Kiefern, Eichen, Fichten, Birken und Ahorn bestehen. Die meisten dieser Wälder befinden sich in den Ausläufern der großen Mauer des Nordens. Aber die beeindruckendsten Nordwälder, der Isava Mori, liegt im Herzen der Phönixländereien. Die immergrünen Kiefern weichen nach und nach einer Mischung aus Laubbäumen. Die verbreitetsten sind Ahorn, Eiche und Apfel, aber auch Birken, Weiden, Birnenbäume und Pflaumenbäume sind häufig anzutreffen. Im zentralen und südzentralen Rokugan sind Wälder in der Regel kleiner, spärlicher und weiter verstreut als im Norden, da diese Region von landwirtschaftlichen Ebenen dominiert wird. Bambusbäume, die im Norden relativ selten sind, werden in dieser Region viel häufiger von den Rokugani aufgrund ihres schnellen Wachstums und ihrer Vielseitigkeit angebaut und genutzt. Es gibt einige große Ausnahmen, Waldebenen, die nicht bewirtschaftet werden. Eine davon ist der berüchtigte Shinomen Mori, der größte und am meisten gefürchtete Wald in ganz Rokugan. Der Shinomen Mori bildet effektiv die westliche Grenze des Kaiserreiches und nur wenige Samurai wagen sich in seine finsteren Schatten hinein. An den Südküsten von Rokugan und auf den Mantisinseln, wo tropische Winde den Boden erwärmen und häufige Regenfälle ihn nähren, sind exotische Wälder zu finden. Schwarzes Ebenholz, rotes Mahagoni, starkes Balsa sowie Teak, Esche, Zirgel, Palmen und verschiedene Obstbäume sind üblich. Auf den Mantisinseln selbst weichen diese oft tropischen Regenwäldern mit Pflanzen wie Kokospalmen und Granatäpfelbäumen. Der Isava Mori liegt im Herzen der Phönixprovinzen und ist eine der bedeutendsten und ältesten der unberührtesten Gebiete in Rokugan. Der Isava Mori ist der zweitgrößte Wald nach dem riesigen Shinomen Mori. Hohe Kiefern und andere Nadelbäume wie Zedern, Zypressen, Tannen und Fichten bilden die große Mehrheit dieses Waldes. Aber auch Eichen, Ahornbäume und Birken wachsen in dichten Gruppen. Da die meisten Bäume im Isava Mori immergrüne Bäume sind, bleibt der Wald das ganze Jahr über mit Laub bedeckt. Während der langen Wintermonate bedeckt eine dicke Schneedecke die dunkelgrünen Zweige der Bäume. Das lässt sie jedoch nicht weniger düster oder abschreckend wirken. Viele der tiefen Stellen des Isava Mori müssen noch von Menschen erforscht werden und während der Wald weit weniger gefährlich ist als der Shinomen Mori, werden viele Gebiete in ihm von bösartigen Geistern heimgesucht. Aber auch Nezumi-Stämme haben zu verschiedenen Zeiten im Wald gelebt. Es wird gesagt, dass selbst die mächtigsten Elementargeister des Phönix-Clans den gefährlichen Bereich des Isava Mori meiden. Trotz oder gerade wegen der Gerüchte über seltsame Kreaturen und unnatürliche Manifestationen betrachten viele Samurai des Phönix-Clans den Isava Mori als einen Ort von tiefgründiger, spiritueller und religiöser Bedeutung. Insbesondere die Asako-Familie betrachtet den Isava Mori als einen Ort des spirituellen Lernens und der spirituellen Erleuchtung. Behandelt ihn daher mit viel Respekt.
Die Shiba verehren den Wald als Wohnstätte uralter Geister. Machen sie einen weiten Bogen um ihn. Nur die Isawa sehen den Wald in erster Linie als eine Ressource, obwohl sie keinen Mangel an Respekt für die Geister des Waldes zeigen. Die Isawa betrachten sich als solche Meister der spirituellen Künste, dass die Anwesenheit oder Abwesenheit von Geistern oder Kami ihnen kaum ernsthafte Sorgen bereitet. Nichtsdestotrotz zeigen die Isawa immer den richtigen Respekt und Dankbarkeit gegenüber den Waldgeistern, wenn sie Holz ernten. Das Holz des Isawa Mori ist eine wichtige Ressource für den Phönix-Clan, zumal Holz aus diesem Urwald außergewöhnlich widerstandsfähige Schriftrollen hervorbringt. Auch Schreine, die mit dem Holz des Isawa Mori gebaut wurden, scheinen fast immer die Gunst der Kami zu gewinnen. Tief im Inneren des Isawa Mori liegt das, was die Asako-Familie vor langer Zeit das Herz der Natur getauft hat. Asako-Heilige glauben, dass hier ein Durchgang zu den heiligen Reichen verborgen ist. Allerdings weiß niemand genau, wo die Passage zu finden ist, denn sie scheint sich zufällig durch den Wald zu bewegen. Es wird vermutet, dass das Herz der Natur viele verschiedene Geisterreiche berührt, einschließlich Shikoshudo, Sakaku und Yumido. Es ist unmöglich, den Standort des Durchgangs vorherzusagen oder zu welchem Reich die Passage zum jeweiligen Zeitpunkt führen wird. Selbst die Bewohner der Geisterreiche selbst wissen nicht, wohin die Passage führt oder wie und wann sie zurückkehren können. Das Herz der Natur und die seltsamen Wesen, die es in den Isawa Mori bringt, sind zum großen Teil verantwortlich für den dunklen Ruf, den der Wald im Laufe der Jahrhunderte erworben hat. Der Mori Kuroi. Lange bevor es einen Phönix-Clan gab, hatten die Leute, die dort lebten, was eines Tages die Isawa-Provinzen werden würden, einen anderen Namen für den Isawa Mori, Mori Kuroi, der Schwarzwald. In diesen alten Zeiten sahen die Einwohner den Wald als einen schrecklichen und furchterregenden Ort, der am besten zu vermeiden war. Sie glaubten, dass seltsame und gefährliche Kreaturen tief im Wald lebten und wagten sich nicht zu weit in sein düsteres Gebiet hinein. Jede Not oder jedes Unglück wurde den bösartigen Geistern des Waldes angelastet. Es war Isawa selbst, der diese Einstellung zu ändern begann, indem er alleine in die Tiefen des Waldes eintrat und nach 7 Tagen und Nächten sicher zurückkehrte. Mit der Zeit verschwanden die lokalen Ängste und der Aberglaube, aber die gewöhnlichen Menschen vergaßen sie nie wirklich, und das aus gutem Grund. Innerhalb des Isawa Mori ist ein Ort, welcher den Einheimischen immer noch als Mori Kuroi bekannt ist. Der Schwarzwald ist ein dunkler und unheimlicher Teil des Waldes und einer der am meisten gefürchtetsten Orte in ganz Rokugan. Jeder, der in der Nähe des Schwarzwaldes lebt, ist überzeugt, dass in den Tiefen dieses Ortes etwas Unheimliches lauert. Dieser Teil des Isawa Mori wird fast nie gestört und nur in den äußersten Notfällen würde es jemand wagen, Holz oder anderes von dort zu holen. Ein verlassenes Herrenhaus, das einst dem Isawa gehörte, befindet sich im Zentrum des Schwarzwaldes. Es wird erzählt, dass ein mächtiger Shugenya einmal einen Oni in diesem Herrenhaus gerufen hat, in der Hoffnung, die Isawa mit einer tödlichen Plage zu verfluchen. Diese Oni-Seuche nahm den Isawa einen schrecklichen Tribut ab.
nicht nur einmal, sondern zweimal. In der heutigen Zeit sind sich die Isava diesem Ort bewusst und haben die Schutzzauber erhöht, um sicherzustellen, dass niemand jemals wieder dorthin gehen kann. Soweit zum ersten Teil von Wälder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns bald wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.